Hallo Menschheit da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Okay, ich glaube, das war jetzt ein bisschen theatralisch. Nee, auf jeden Fall geht dieses Video um. Kommen wir bitte Hämorrhoiden. Ja, Leute, ihr habt es richtig gehört. Ich habe Hämorrhoiden gesagt. Ja, ich habe Hämorrhoiden gesagt. Ja, dieses Video geht nämlich ein bisschen darum, um auch so die Aspekte, die man einer Schwangeren nicht sagt, was passieren kann oder nach einer Geburt. Und da möchte ich dieses Thema Hämorrhoiden einfach mal aufgreifen. Vorab natürlich, für die, die es nicht wissen, werde ich jetzt eine kleine Biologiestunde einrichten. Also ich werde jetzt keine Stunde reden, aber einen Hämorrhoiden-Erklärungsvideo. Also beziehungsweise ich erkläre euch jetzt, was sind denn Hämorrhoiden? Also, Hämorrhoiden hat jeder Mensch auf der Welt, sogar du, glaub mir. Du hast auch Hämorrhoiden. Allerdings sind die in dem unteren Abteil von unserem Körper, nämlich in unserem Analbereich. Ja, ich habe Anal gesagt. Und zwar, nämlich, Hämorrhoiden hat jeder und man sieht sie nicht, man spürt sie nicht, man riecht sie nicht, man fühlt sie nicht, man schmeckt sie nicht. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass sie uns eigentlich keine Probleme bereiten, bis es besondere Ursachen gibt in unserem Leben, die passieren, dass sie auf einmal meinen, sie müssten ans Tageslicht kommen und mal Hallo Welt sagen. Und zwar, Ursachen für Hämorrhoiden. Tja, wo fangen wir am besten an? Ich denke mal, wir fangen am ehesten damit an, dass es auch unter den Homosexuellen vorkommt. Wie ihr natürlich wisst, tun Homosexuelle den Geschlechtsverkehr durch den Analeingang und Ausgang fabrizieren. Und durch diese Reibung und diesen Druck meinen die Hämorrhoiden oft, sie müssten ans Tageslicht kommen. Das klingt alles sehr witzig, allerdings ist es sehr schmerzhaft. Aber dazu kommen wir später. Homosexuelle ist ein Grund, wo es oft häufig vorkommt. Anders ist es, wenn du zu viel auf der Toilette sitzt und Clash of Clans spielst. Denn wenn du zu lange auf Toilette sitzt und zu lange zu heftig drückst, wie eventuell bei Verstopfung oder weil du einfach gerne am Handy bist, dann kann es passieren, dass deine Hämorrhoiden sagt: Hallo, ich bin da, guck mal. Ebenso passiert es bei Schwangeren. Hallo. Wie ihr ja nicht wisst, wie ihr ja wisst, haben Schwangere oft Verstopfungen in der Zeit und ja, brauchen Eisentabletten, weil sie einen Eisenmangel haben. Und Eisentabletten führen bei manchen Leuten sehr oft zu Durchfall, allerdings auch zu Verstopfungen. Durchfall kann allerdings auch ein Grund sein, denn wer es von euch weiß, der ein Apfelzäpfchen nimmt, der muss die ganze Zeit drücken, obwohl es schon alles draußen ist. Deswegen drückt man eigentlich umsonst. Es kann auch passieren, dass man den Enddarm mit rausdrückt, Leute. Aber darum geht es jetzt heute nicht, denn es geht um die Hämorrhoiden. Ja, auf jeden Fall, Schwangere ist halt häufig. Allerdings passiert es dann auch noch bei Menschen, so wie mir, nach der Schwangerschaft. Und zwar, wenn die Pressphase entweder zu lange war, wo man das Kind rauspresst, oder die Pressphase war zu stark, dass man zu stark gepresst hat. Das war bei mir der Fall. Denn ich wollte mein Kind so schnell haben, dass ich einfach gepresst und gepresst und gepresst habe und auch zwischen den Presswehen gepresst habe, was eigentlich kontraproduktiv war. Aber ja, dadurch ist es halt dazu gekommen, dass jetzt nach einer Weile, weil auch nach der Schwangerschaft, sage ich ehrlich, hat sich mein Darm natürlich, der musste erstmal seinen Weg wieder finden, wo er denn in meinem Bauch war. Und so war das dann auch, dass ich dann unter Verstopfungen litt und musste dann Apfelzäpfchen nehmen und alles Mögliche. Und ja, da hat sich mein Darm halt ziemlich gereizt gefühlt. Und hat gemeint, ja gut, da du ja nicht draus lernst und einfach schwanger geworden bist, einfach ein Kind bekommen hast und dann auch noch nicht richtig auf Toilette gehen kannst, schenken wir dir mal Hämorrhoiden. Ja, das klingt wirklich lustig. Jetzt kommen wir aber mal zu den ernsten Faktoren. Und zwar, was sind Hämorrhoiden? Hämorrhoiden hat ja jeder von uns, das haben wir schon geklärt. Und es gibt verschiedene Grade von Hämorrhoiden. Ich sage jetzt mal 4 Grade. In dem ersten Grad sind sie einfach nur im Analbereich, innen drin, im Enddarm. Und machen uns eigentlich weniger Sorgen. Es kann sein, dass es ein wenig juckt oder ein wenig nässt in der Unterhose dann. Oder blutig wird und beim Ausscheiden und ja. Dann gibt es den 2. Grad, meine Lieben. Dort macht sich schon, schwillt die Hämorrhoide an. Das sind quasi wie so, ihr könnt sie euch vorstellen wie Trauben. Und eine kleine Hämorrhoide schwillt dann an. Es gibt halt mehrere, die sich dort im ganzen Analbereich befinden. Und möchte so langsam Richtung Ausgang gucken. Ne?
Und ja, das kann halt passieren und dann merkt ihr schon, okay, ihr müsst häufiger auf Toilette, beziehungsweise ihr denkt, ihr müsst groß auf Toilette. Nein, es ist nur das Gefühl, dass ihr müsst. Ihr müsst eigentlich gar nicht. Denn dann juckt es noch, es nässt, es kann bluten, wenn man auf Toilette geht und sein Geschäft verrichten will. Man denkt, man hat immer noch, sage ich mal, Reste in seinem Darm, die man ausscheiden möchte, aber das sind eigentlich die Hämorrhoiden, die man rausdrückt und das ist nämlich kontraproduktiv. Ebenso gibt es dann den dritten Grad, meine Lieben, und spätestens dann könnt ihr selber leider nichts mehr dagegen tun, denn zu den Behandlungen komme ich gleich. Beim dritten Grad ist es meistens so, dass sie schon extrem rausschwillen. Es sieht sehr unappetitlich aus, auf jeden Fall. Wenn der Arzt es abtasten würde, würde er denken, es wäre ein Traubenpergel in eurem Hintern. Und ja, so ist es mit Hämorrhoiden. Und das tut auch unentsetzlich, also entsetzlich, unentsetzlich, was für ein Wort. Entsetzlich weh, wenn ihr euch hinsetzt, ihr könnt nicht liegen, ihr könnt nicht sitzen, ihr könnt nicht auf Toilette gehen, ihr habt nur Schmerzen, glaubt mir. Dann gibt es halt noch den vierten Grad und ich denke mal, da wisst ihr alle Bescheid, denn beim vierten Grad, wenn die Hämorrhoiden so groß geworden sind, also ich sage jetzt einfach mal so groß, ja, sehr, ja, sie können so groß werden, glaubt mir, dann kann es nämlich auch lebensgefährlich werden. Denn wenn eine Hämorrhoide platzt, kann man die Blutung nicht aufhalten. Man kann sie nicht aufhalten. Es gibt keine Chance. Ihr verblutet jämmerlich. Man kann sie nicht aufhalten. Deswegen kommen wir mal direkt zu der Behandlungsmöglichkeit. Und zwar, Hämorrhoiden kann man behandeln. So erster bis Anfang zweiter, Mittel zweiter Grad gibt es Zäpfchen, gibt es Cremes und so ein Zeug halt, das könnt ihr alles benutzen. Damit sollten sie auch schnell weggehen und wenn ihr sie auch wirklich euch daran haltet und sie regelmäßig benutzt, meistens nach jedem Toilettengang und auch abends ein Zäpfchen und ja. Also für die, die das jetzt auch wissen wollen, ich habe auch Hämorrhoiden, ich leide auch daran. Allerdings wird es bei mir schon besser, denn ich behandle sie selbst. Ich habe Hämorrhoiden des zweiten Grades mittlerweile und scheue mich echt davor, dass sie zum dritten Grad wandern, weil ich habe echt Angst vor den Behandlungsmöglichkeiten. Nämlich dazu komme ich jetzt. Und zwar, wenn ihr an Hämorrhoiden dritten Grades leidet oder an sogar Hämorrhoiden vierten Grades, empfehle ich euch, auch wenn ich selber Schiss davor hätte, zum Arzt zu gehen. Denn, wie gesagt, es kann lebensgefährlich sein und außerdem, Leute, es tut scheiß weh. Wortwörtlich, scheiß weh. Ich habe Scheiße gesagt. Ja, ich sage es jetzt mal ernsthaft, es tut scheiß weh. So. Und es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite, wenn sie noch relativ klein sind, wird ein Gummiband auf die Hämorrhoide gesteckt und die tötet die ab. Sie stirbt quasi ab und dieses Knöppelding da fällt dann halt einfach irgendwann ab, ja. Allerdings, wer einmal Hämorrhoiden hatte, das ist so wie bei Herpes, er wird sie immer wieder bekommen, wenn man nicht aufpasst. Wenn du zu viel auf Toilette bist, zu lange, irgendwas. Du kannst auf einem kalten, harten Boden auf Dauer sitzen oder Fahrrad fahren. Fahrradfahren fördert auch Hämorrhoiden, wenn ihr sie schon hattet. Alles, was so hart ist und wo ihr dauerhaft sitzt, ich sitze gerade auf dem Laminatboden. Das ist natürlich wunderbar. Vanessa, Applaus. Ja, auf jeden Fall. Ja, fördert das alles Hämorrhoiden und auch, dass sie wiederkommen, sobald ihr sie behandelt habt. Dann gibt es natürlich noch die Methode zum Veröden. Also da wird dann halt, ja, mit heißem Laserstab, keine Ahnung oder so, also so wird halt verödet, ihr wisst, was das Veröden ist, oder verbrannt. Also auf jeden Fall wird es halt verbrannt und abgemetzelt. Und ja, das tut natürlich auch verdammt weh und die Heilungszeit ist auch extrem. Ich Scheiße. sage wieder scheiße, denn darum geht es auch. Denn wenn ihr mal Scheiße. machen wollt, dann, Leute. Wie fühlt sich wohl Scheiße machen mit einem verbrannten Arsch an? Scheiße. Genau. Und ich kann euch auf jeden Fall nur sagen, sobald du an Hämorrhoiden leidest, geh zum Arzt. Ab zweiten Grad. Vorher würde ich auch nicht gehen. Aber natürlich, wenn du nicht so ein Schisser bist wie ich, dann geh zum Arzt. Bitte geh zum Arzt. Bitte. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, ein paar Produkte, und zwar, das ist Fraktual oder wie das heißt, genau. Zäpfchen, Creme, Hämatom oder wie das heißt, Hametun, Salbe und ja, das funktioniert echt ganz gut und dann hat man auch keine Beschwerden, denn allein, Leute, das ist einfach so nervig, wirklich. Oder denkt man sich, ich habe mein Kind endlich und dann bekommst du so einen Mist bekommst du dann.
Kann man echt nicht. Ja, Leute, ich habe es euch jetzt offen und ehrlich gesagt. Andere Leute denken sich jetzt. Warum erzählst du was, was du an deinem Popoloch hast? Ja, Leute, da draußen leiden sau viele Menschen an diesen Dingen. Und ich bin ein bisschen bekannt dafür, dass ich auch Dinge anspreche, die lieber unausgesprochen bleiben sollten. Und wie sollen sich andere Menschen Hilfe suchen? Oder gerade wenn sie halt auch so Schisser sind wie ich und online gucken, dann schaut euch mein Video an und ihr wisst, was es ist, wie es ist und was ihr dagegen tun könnt und dass ihr nicht die Einzigen seid, die da draußen daran leiden. Und ich bin mir ganz sicher, unter meinem Freundeskreis sind mindestens noch 2 Leute, die auch Hämorrhoiden haben. Und ich rede nicht nur von den Mamas. Das kann nämlich oft vorkommen. Geschlechtsverkehr durch den Analbereich, auch von Frau zu Mann, kann genauso vorkommen, dass sie dann an Hämorrhoiden leidet. Natürlich jetzt nicht so, weil man halt den Geschlechtsverkehr meistens noch anders fabriziert, als jetzt nur durch den Analbereich, aber wenn du diesen Fetisch hast, pass auf, es gibt Hämorrhoiden, vielleicht, 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 vielleicht. Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr mir jetzt hier zugeschaut habt und über meinen Popo jetzt Bescheid wisst. Oder vielleicht sogar über deinen Popo. Aber ja, so ist das also, wenn ihr Fragen zu Hämorrhoiden habt. Ruft mich an. Nein, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht, ich helfe euch. Also ich habe das jetzt ein bisschen lustig erzählt, weil ich meine, man muss das ja auch irgendwie mal ein bisschen auflockern, das Thema. Und dann nicht so, oh, das ist Hämorrhoiden. Okay, ja, also ich beherrsche mich jetzt. Ich bin Mutter, ich muss ernst bleiben. Also, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wir sagen mal bis zum nächsten Mal, denn mein nächstes Video wird ein Top- und Flop-Produkte für Schwangere. Deshalb freue ich mich, euch bald wieder zu sehen und drückt nicht zu viel auf der Toilette.